Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkurs Lifestyle. Ich bin leider ein bisschen erkältet, ein bisschen kränklich, aber das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, trotzdem ein Video für euch zu machen, denn heute ist Mittwoch. Mittwochs gibt es natürlich ein Selbstverteidigungsvideo und ich habe es angekündigt, und zwar Verhalten bei Stresssituationen. Wie verhalte ich mich am besten? Was kann ich tun? Auch psychologisch. Alles darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Alles gleich mit André und wir sehen uns nach dem ganz genau Intro. Erstmal schön, dass du mit am Start bist, André. Natürlich auch André immer wieder am Start. War auch beim Prank dabei, ne? Warst ja einer unter der Maske, ne? War ein Clown auch dabei, ne? Gut, dann fangen wir auch mal an. Und zwar ganz easy erstmal taktisches Denken, okay? Ist ein Angreifer vor mir und er steht vor mir, darf ich eines niemals tun. Und zwar den Sicherheitsabstand vernachlässigen. Haben wir Stress oder es steht Stress bevor, dann muss ich darauf achten, nicht in seine Reichweite zu fallen. Sowohl sei es einfach mal eine ganz normale Schelle, ja, wenn er mir eine Schelle haut von hier, super drin, klappt wunderbar. Er könnte mir eine rechte oder eine linke gerade hauen, boom, würde funktionieren, der Jab-Cross-Kombo. Er könnte mir einen besoffenen Schlag oder Bauernschwinger von oben rein donnern, würde auch super funktionieren. Er könnte in der Kombo arbeiten, gibt mir erst einen Low-Kick, haut mir dann einen Schlag rein, bam, boom. Alles das, weil ich meinen Sicherheitsabstand nicht einhalte. Natürlich auch hier sieht man ganz klar, stehe ich noch dichter. Selbst von hier aus kann ich nicht mal eine Kopfnuss sehen, weil die kommt so schnell, wenn er jetzt hier, bäb, ist sie drin. Oder aber auch, er kommt in so einen Grappling-Kram rein. Das heißt, ich stehe hier und auf einmal fängt er an mir herumzurangeln. Und ich komme da gar nicht so schnell mit, weil ich immer wieder meinen Sicherheitsabstand nicht eingehalten habe. Das heißt, mein Sicherheitsabstand, das A und O in der gesamten Selbstverteidigung. Denn wenn ich nicht erreicht werden kann, kann ich auch nicht verletzt werden. Ganz nützliche Tools sind es natürlich. Wenn man zu Hause losgeht und schon sich sagt, so, oh, ich habe aber Angst, hat man trotzdem immer Objekte dabei, die einem natürlich auch in einer Notlage helfen können, sich selbst zu verteidigen. Ja? Nehmen wir einfach nur mal an, ganz gewöhnlich ein Smartphone. Ich würde sagen, fast jedes Smartphone hat ein Licht. Ja? Und das kann richtig fies sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass er jetzt vor mir steht, ich mein Smartphone schon in der Hand habe und ich kann ihn hier auch schnell irritieren, schnell blenden. Meistens ist es ja auch so, man wird verfolgt, ja. Man geht, hinter einem läuft einer, dann habe ich hier die Hand frei, schnell an meinem Smartphone rumzutippen und kann schon was einstellen. Und sobald ich merke, er packt mich an, kann ich hier blenden. Er sieht in dem Augenblick nichts. Boom, ich komme zum Unterleib und renne weg. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben, ein Tool, was uns natürlich ganz easy auch so schützen kann. Weil in dem Augenblick, gerade wenn es dunkel ist, ist man da schon ziemlich von geblendet und man kriegt den Unterleibtritt gar nicht wirklich mit. Ein weiterer Tool ist es, was viele auch haben, nicht nur in der Schule, sondern auch im Büro oder auf der Arbeit, ist es ganz einfach, wenn ich hier einfach mal reinschaue, einen ganz normalen Kugelschreiber. Ja? So. Kugelschreiber ist wie ein Kubukan, das heißt, ich kann hier ganz leicht arbeiten, habe den in der Hand, kann oben dicht machen und kann auch hier gerade, wenn ich gegriffen werde, nehmen wir einfach mal an, mach mal so einen Umklammerungsgriff, genau, und ich komme hier nicht raus, weiß nicht, wie ich werden soll. Hey, der Kugelschreiber ist mal eben ganz schnell rausgeholt, ist in der Tasche und wenn ich hier bestimmte Punkte drücke, lässt er auch sofort los, weil das sind Punkte, die tun richtig mies weh, ja, und sobald ich mich befreit habe, kann ich rum, kann kurz zuhauen, kann wieder zum Unterleib, kann weg. Mit einem Kugelschreiber. Ganz einfach, ja. Auch den, wenn ihr euch unwohl fühlt und ihr merkt so, oh, ich habe aber Angst vor der Situation, geht? Dass man in so einer Situation sich ganz leicht auch aus der Gefahrensituation helfen kann, indem man sich einfach so einen Kugelschreiber irgendwo in die Tasche packt, gerade wenn einem sowieso unwohl ist, wenn man einen bestimmten Weg immer wieder lang gehen muss. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch noch, und das hat fast jeder dabei, und zwar jeder ist heute ja schon, ich meine, die meisten Leute, ich sage immer Android-Zombies dazu, ja. Wenn man sich vorstellt, ich habe mein Umfeld gar nicht mehr im Auge, weil du bist jetzt mein Angreifer und ich hänge hier. In dem Augenblick kann er mich sofort attackieren, sofort angreifen. Und ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich eine Nachricht kriege. So wie jetzt zum Beispiel. Na, und schon hänge ich da und weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht auch noch ganz blöd, ihr kennt die Generation, ja. Stehe hier und sehe gar nicht, was er tut und will mir da einen auswischen. Ja? Hab vielleicht einen Pikachu gefangen, aber die Faust gleichzeitig auch mit. Deswegen, wie gesagt, auch hier ganz wichtig, ganz geiles Tool, was man viele auch in der Handtasche, gerade für Frauen, viele in der Handtasche haben folgendes, nämlich ein
Ladekabel. Ja, dabei ist es vollkommen egal, ob ihr eins habt, wo ihr den USB hier mit rausziehen könnt oder drin habt. Ja, auch so ein Kabel, eine geile Sache. Habe ich ein langes Kabel und ich merke schon, er will mich angreifen, damit zu peitschen. Ich mache es mal einfach auf die Brust, nehmen wir einmal hin und runter. Das tut schon richtig weh, da kann man schon richtig mit zuhauen, weil wir haben hier ein Metallende, man sah es an seinem Gesichtsausdruck. Das tut richtig weh. Aber natürlich auch, falls ich gegriffen werde, habe ich hier mit diesen zwei Steckdosen Dingern, womit man mal, wie heißen die Dinger überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Pole? Ja, Steckpole, nenne ich mal einfach. Pole, ja, Russe, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese beiden Steckdinger, die man in die Steckdose steckt. Und er mich jetzt umklammern sollte, habe ich natürlich hier dasselbe wie mit dem Stift. Ja, denselben Effekt. Genauso kann ich auch arbeiten, wenn er mich vorne umklammern sollte, ne, habe ich auch hier, schön, da tut es richtig weh, ist nämlich die Brust. Ich habe den hier. Ich habe alle Möglichkeiten, mich mit so einem Gerät einfach ganz schnell und einfach auch wieder zu verteidigen. Ein weiteres Tool ist natürlich auch, und das ist so einer der häufigsten oder der gängigsten Tools, ein ganz normaler Schlüssel. Ja, gerade so ein langer Autoschlüssel, immer richtig geil, weil man den auch richtig schön festhalten kann. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der immer ganz gerne noch ein Band dabei hat. Auch, was bei mir immer wichtig ist, habe ich so ein längeres Band und ich habe zum Beispiel ihn irgendwie damit gehauen und er hält mein Band fest. Ja, es ist, muss ich hier nicht wetteifern um meinen Schlüssel, sondern ich klicke und habe meinen Schlüssel trotzdem und kann immer noch zuhauen, kann zurück und kann mich trotzdem noch verteidigen. Das ist auch immer so ein Tool, wo ich immer sagen kann, Schlüssel könnt ihr auch immer super zur Selbstverteidigung nutzen. Ob ihr den nun wie in meinen vorigen Videos mit in die Faust reinpackt, um so zuzuschlagen, könnt euch auch einfach vorstellen, habe ich hier ein paar Schlüssel in meiner Hand drin, ja? Und das kann man auch wieder super vorbereiten. Und auch er sollte nur mich schlagen wollen und ich gehe zurück und schlage einfach nur beim Zurückgehen auf seine Faust mit drauf. Könnt ihr euch vorstellen, was damit passiert, geschweige denn, was passiert, wenn ich auch Primärziele attackiere. Und genauso ein nützliches Tool natürlich auch, gerade wenn man von Sport kommt, vom Training. Ja, ich sehe das auch immer wieder, immer diese kleinen Flaschen, die auch alle dabei haben. Kann man sich auch am Bahnhof mal eben schnell eine Cola holen oder was auch immer. Und dann hat man so eine Flasche dabei und auch die ist natürlich immer sehr effektiv gegen einen Angreifer. Nicht jetzt nur in der Benutzung, sondern man kann natürlich auch sagen, weil da muss man auch wieder aufpassen. Ja, dann wird das schon eine Notwehrüberschreitung, obwohl muss man auch immer gucken, wie die Sachlage ist. Aber was natürlich gut ist, er kommt auf mich zu, ich drehe die Flasche auf. Na, er kommt auf mich zu und ich spritze ihm das Wasser ins Gesicht und komme unten mit einem Tritt rein. Ja? Das ist eine Möglichkeit, die haben wir. Genauso auch, ich kann trinken, kann das im Mund haben, er kommt auf mich zu, spuck ihm das ins Gesicht, trete Pfeffer unten rein und hau ab. Ist genau dasselbe, was wir hier nützlich als Tool auch einfach mal so nutzen können. Aber jetzt noch mal ganz wichtig am Schluss, bevor jetzt diese Lifehacks, ja, Selbstverteidigungs-Lifehacks jetzt erstmal abgeschlossen sind, noch mal ganz kurz zur Psychologie. So, ganz zum Schluss beenden wir das ganze Video auch mit dem, womit wir angefangen haben, und zwar mit der Psychologie, mit dem Angstverhalten, mit der Panikstarre. Ja, das könnt ihr nicht anhand eines Videos durch eine Lösung, durch Schema A oder Schema B oder Schema F mal eben ganz schnell erlernen und kopieren, sondern ihr müsst euch, und das habe ich ja schon vorher gesagt, ganz wichtig anmelden und Stück für Stück euch von euren Grenzen immer wieder neue Maßstäbe setzen. Das heißt, die Grenzen erweitern. Das heißt, bis hierhin bin ich heute gegangen, war schon echt eine heftige Angstschwelle. Nächstes Mal gehe ich bis dahin, gehe ich bis dahin, gehe ich bis dahin. Gute Selbstverteidigungsschulen bilden Schüler so aus, dass sie nicht nur lernen, sich in mit technischem Wissen quasi verteidigen zu können, sondern auch mit taktischem und psychologischem Wissen auch wissen, wie sie reagieren müssen. So, das war jetzt ziemlich Wortwechselspiel mit dem Wort Wissen. Und deswegen sage ich auch immer jetzt mal als Abschiedswort hier, Wissen ist Macht. Und deswegen müsst ihr euch Wissen aneignen und dann habt ihr die Macht, auch aus solchen Situationen herauszukommen. So. Hier danke ich erstmal vielmals, André. Ich danke euch, dass ihr natürlich zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr vielleicht öfters mal solche Tools, so ja, Selbstverteidigungs-Lifehacks sehen wollt, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und nehmt das Killer-Clown-Ding nicht allzu ernst. Ja, ist alles auch ein bisschen Medienhype. Alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal.